Servus Leute, ich konnte gar nicht so richtig schlafen nach dem letzten Sonntag hier. Auf demselben Acker bin ich zwei Tage später. Versuche ich nochmal, vielleicht gibt es noch mehr Münze von, ja, das sind 18. Jahrhundert. Kann sein, gibt es noch mehr Münzen an dieser Stelle. Ich werde jetzt richtig diesen Bereich abchecken. Vielleicht kommt noch etwas was. Viel Spaß beim Schauen. Von so tiefe Loch, Pinpointer Tiefe, erste Münze. Wir sind ganz nah von dieser Bereich, wo die Kreuzer alle waren, aber das kein Kreuzer ist, obwohl das ist ein Pfennig. Ja, das muss da ein Pfennig sein. Eins Miete. Ja. Dann vielleicht für Glück, vielleicht heute finden wir mehr. Werden wir sehen. Letztes Mal war hier ordentlich. Mit so vielen Münzen. Boah. Wetter spielt mit. Bis zum nächsten Loch. Ein paar Meter weiter wieder ein schönes Signal, 85, 86. Stabil von jeder Seite. Na dann, live graben. Mach ich ein bisschen größer Loch. Spule ist groß, dann Löcher müssen auch größer sein. Na komm schon, komm. Immer noch drin. Immer noch im Loch. Oder seitlich irgendwo. Ja, ich sehe schon metallisches etwas, was. Oh, ich habe kaputt gemacht. Ach du Scheiße. Hoffentlich nichts Besonderes. Ja. Sieht wie die Schokoladen. Weiche Material, kann man biegen, aber schöner Rand. Was war das, gucken wir später. Aber ich gehe davon aus, dass ein Deckelchen von Milchflasche, obwohl das ist ein bisschen zu groß und zu schön. Dort habe ich getroffen mit Spaten. Scheiße. Ach. Arthur. Oh, eine schöne Schnalle. Oh, Bombe. Ihr seht das, wie schön. Von beiden Seiten. Wunderbar. Solche Schnallen.
mit schöner Patina. Boah, krass. Mal Signal. War stark, aber gar nicht so schön. Das vielleicht, dass euch nicht langweilig würde, finde ich etwas anderes. Ja, etwas anderes. Diesmal. Oh. Ja. Schade, dass es kaputt ist. Schade, dass es kaputt ist. Ich nehme ein Bürstchen und leicht nur abputze. Ich habe schon sowas gefunden vor Jahren, hatte mich interessiert, was das ist. Das musste eigentlich sein, so ein Verschluss für Damenkleidung, so Sonntag-Damenkleidung vielleicht. Eine schöne schnalle Verschluss, das dann Gorsette, ja. Ich finde die deutsche Name, wie heißt das, und dann schreibe ich dazu. Schade, dass kaputt ist. Ich habe das nie kaputt gemacht, da war schon. Aber schick, schöner Fund. Von dieser Lok da drüber, vielleicht wieder eine Münze. Ja, yep. Natürlich eine Münzchen mit Adler sogar. Den alten Adler meine ich. Ja. Ob hat da was, diese Mühle? Unten sieht man nicht. Ich glaube ohne Mühle. Das muss der Zehner sein. Natürlich. 10 Pfennig. Ob ihr sehen das? Glaube nicht. Aber dass ein 10 Pfennig ist. Schon hier abgekratzt. Aber erkennbar. Vielleicht, obwohl Datum ist nicht sichtbar und würde nicht. Na, bis nächste. Gucken wir jetzt, was haben wir hier. Hey, Münze! Ich sehe schon Münze. Oder nicht? Aber das ist dick. Das keine Münze ist. Das soll eigentlich Bleiblombe sein. Mit so dicke. Bürstchen. Leicht abputzen. Wappe. Leute. Verdammt. Und das keine Plombe ist. Nee, das muss Plombe sein. Das muss eigentlich Plombe von die Dicke. Ja, sieht ja hier. Die andere Seite ein bisschen abputzen. Ist da was? Ich feuchte an, weil wenn nass ist, dann sieht man ein bisschen besser aus.
Eine schöne alte Plombe. Da ist sogar Schrift, aber ohne Brille, ich sehe auch nichts, so wie ihr, durch den GoPro. Deswegen lasse ich so und dann zu Hause abbilden und ihr seht dann irgendwo seitlich auch. Aber schick, 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 schick. Und interessant, was von welcher Zeit die Plombe ist und über was oder von welchem Material, weil das kann uns sagen mehr über diese Acker. Dasselbe Signal wie vor 2 Meter. Und interessant, vielleicht diese Frage löst sich jetzt bald aus. Nee. Schnalle! Eine schöne Schnalle! Na dann. Das freut mich. So. Muss ich noch prüfen, welche Jahrzehnten sind die Schnalle von dieser Acker. Und was haben wir jetzt hier? Ich wollte gar nicht graben. Ohne Witz. Gar nicht graben. So dummes Signal war. Aber okay. Auf jeden Fall ein Knopf. Glatt. Schade. Schöne natürlich Knöpfchen. Groß. Wie 1-Euro-Münze. So ungefähr. Mit Ölse sogar. Hier haben wir leichte 85, hat sich einmal gezeigt, und hier auch so in diesem Bereich. Fangen wir an hier. Das sind keine schönen Signale. Auf so normalem Acker würde ich das eigentlich nicht graben, obwohl, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall interessant. Wir sind ganz nah von Zentrum. Jetzt hat sich verbessert. 86. Ja, dann guck mal. Ist da. Aber was? Oh, auf jeden Fall nicht Münze. Nur eine Röhrchen oder Batterie war das? Oder Deckel? Aber von was? Keine Ahnung. Oh, steht da was? Oh. Sehr komisch. So was habe ich noch nie getroffen. Pat DRGM. Mehr weiß ich nicht. Erstens habe ich gedacht, dass von der E-Zigarette oder sowas ist. Pat DRGM Brav
ist nur etwas was. Wenn jemand weiß, kann ihm Kommentare schreiben. Was kann das sein? Innen ist leer. Interessant. Na Leute, doch habe ich gedacht, nicht alle Münze ausgegraben. Wir sind ja in diesem Bereich und seht ihr das? War richtig tief. Oh, das ist ja was anderes. 50 Pfennig. Ich habe gedacht, schon Kreuzer oder sowas. So tief. Ja, schön. Schöner Zustand, okay. Kann man mitnehmen, ne? Aber sowas, das da habe ich nie erwartet. Schönes Signal. Gucken wir. Und ist immer noch schön, 95. Das kann etwas Gutes sein, oder? Was meint ihr? Das hier sollen auch sehen. Da auf Seite. Münze ist das nicht. Oh. 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 Ach du. Was haben wir hier? Das ist Kerzenständer. Wow, aber wie geil. Nee, das vielleicht keine Kerzenständer ist. Nehme Bürstchen und leicht, sehr leicht. Hohoho. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Aber sieht geil aus. Hey, ohne Witz. Oh, Bombe. Doch, das muss da eine Kerzenständer sein, oder? Was ihr meinen?
Von dieser Acker kommen nur Fragen. Von wo? Ich bade das zu Hause, abwasche schön. Aber das ist Bombe. Und Wick. Messing. Geil. Bis nächste. Oh. Schön. Oh. Da langsam klärt sich dieses Thema hier. Ja. Bechergewicht. Könnt ihr das? Das musste hier eine Handel- oder Zollstelle sein. Ja, das ist ein Bechergewicht. Punzer leider keine, weil das ist von Miete eine. Die waren wie Matryoshka. Kennt ihr das? Eine ineinander reingesteckt, so in so eine Formgröße und dann obendrauf war Deckel. Je nachdem wie alt er ist, soll eigentlich hier entweder, sieht man nicht, da muss ich zu Hause sauber machen, dann mache ich Bild. Ja. Ah, dann wissen wir ein bisschen mehr. War eine Plombe, ein Bechergewicht. Kerzenständer vielleicht. Das kann alles zusammen in einer Form von Handel oder Zoll. Sich drehen. Ja gut. So Freunde, leider keine Kreuzer diesmal, obwohl habe ich gut abgesucht, dieses Gebiet, diese Acker. Auf jeden Fall, Geheimnis von dieser Acker ist, löst sich jetzt langsam aus, weil wir haben schon heute Bechergewicht gefunden, den Kerzenständer, das kann bedeutet mit die Kreuzer zusammen, das hat sich hier entweder eine Handel damals organisiert mit Holzhandel, Mehl, egal was, oder Zoll, weil in der Nähe haben wir eine Grenze, damalige Grenze. So, auf jeden Fall, wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss und schönen Sonntag wünsche ich euch. Ciao.